Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Enemy Front. Ich bin es, Adam Simmerfix. Im letzten Part haben wir uns durch Norwegen durchgeballert und haben dort eine Wasserfabrik zerstört, die eben für die Deutschen richtig wichtig war. Und ja, nach dieser Zerstörung haben wir nur herausgefunden, dass ein Großteil der Transporte schon weggetragen worden sind. Und nun müssen wir natürlich, um die Hauptsäule zu bekommen, wie das Hawkins, natürlich auch noch den Rest der Lieferung zerstören. Und deswegen ist unser Auftrag hier noch nicht beendet. Ronneberg war ein Bastard, doch eins muss man ihm lassen. Niemand hat den Angriff auf die Oskarsborg-Festung erwartet. Wir hatten nur wenig Munition und noch weniger Leute. Doch Ronneberg machte das Beste draus und dachte sich einen Plan aus, der so verrückt war, dass er funktionieren musste. Bewegung, Zeitungsmann! Das schwere Wasser. Der Plan ist, Leute, wir schicken einen unerfahrenen Reporter einfach darauf und der soll einfach alles machen. Das ist der Plan, Leute, glaubt mir. Einfach der unerfahrenste, einer, der nicht mal ein Widerstandskämpfer ist, einfach ein Reporter, der muss einfach alles machen am Ende. So wird es laufen. Ja, ballert hier denn schon wieder? Ballert hier schon wieder jemand auf mich? Oder machen die es einfach nur so zum Spaß? So. Achso, das sind die Widerstandskämpfer, okay. Wir müssen jetzt helfen. Schließlich den Widerstandskämpfer an. Okay. Das ist der zweite Tropf. Kanone auf der Brücke! Zeitungsmann! Erledigen Sie sie mit dem Scharfschützengewehr! Ich versuche mein Bestes, aber ich pack mich hier gerade fest. So, der erste Widerstandskämpfer ist tot. Leute, die verstecken sich immer so mies. Okay, wir haben es geschafft. Okay, gut, sehr schön. Unsere Festung hat sich schon unser Rückzugspunkt hat sich schon einiges abbekommen. Ah, wir kriegen das hin. So, besonders mit solchen coolen Shirts. So. So, was? Das haben wir gewonnen? Ich hoffe schon. So, kommt da ein Panzer? LG-42, ausschalten! So, bitte kann da dieser kleine rote Punkt kommen. Ja, kommt da, kommt da. Boah, Leute, das ist echt jetzt ein hartes Schuss. Wie hätte es hinbekommen sollen, aus der Entfernung, Leute. So. Zielen. Ey, Leute, der rote Punkt ist jetzt haben wir es hin. Okay, das wird jetzt aber echt knapp, Leute. Puh, das war jetzt mal ein schwerer Schuss, muss man echt sagen. Sind das Explosivfässer? Schade. So, ich treffe gar nicht, Leute. Ha, jetzt haben wir irgendwas mal getroffen. Gegen ein Gebiet besiegen, da sind doch. Die laufen doch eh alle weg. Jetzt ist da nur noch Rauch, ich sehe gar nichts, aber egal. So, ey, wir laufen jetzt einfach mal vor. So, wir haben doch. Was haben wir hier? Eine AK haben wir noch. Wir dürfen nicht aufgehalten werden! Und Rückzug ist auch keine Option! Bewegung! Wo ist denn hier noch jemand? Ich sehe echt keinen, Leute. Da ist einer. Ganz ehrlich, euer Panzer ist zerstört, eure Artilleriestellungen sind zerstört, wollt ihr es nicht mal aufgeben? Okay, das sind Kameraden. Das ist. Bist du ein Kamerad? Ich weiß es nicht. Das ist ein Gegner. Die irgendwie zu acht schaffen es nicht, ihn zu besiegen. Es ist so traurig, Leute. So. Keine Sorge. Macht das schon. Kann ich. Okay, ich dachte, wir sind unsichtbar. Na. Zu zehn schaffen es nicht. Hier teilen wir uns auf. Hawkins, Sven, Karl. Ihr nähert euch über den Hafen. Wir greifen den Flugplatz an. Los, wir treffen uns bei der Festung. Und was mit Smörrebröt? Was ist so ein Smörrebröt? Oh mein Gott. Ich liebe es, wenn Entwickler immer so standardisierte Namen für irgendwelche Charaktere aus Ländern nehmen. So, muss ich die Tür aufmachen? Oder macht ihr die auf? Ja, schön. Hast eine super coole Animation. Bin so stolz auf dich. Komm, mach auf. Tempo. Oh, aber zumachen dürfen wir sie. So, Echse absperren. Ihr wisst schon, damit wir nicht mehr zurückkommen. Das wäre viel zu easy. So. Da lang? Okay, die Flugzeuge entkommen! Hawkins, ans Flakgeschütz! Wir geben Deckung! Oh, Flakgeschütz! Oh, das ist jetzt nicht ganz so. Komm! Yes! Flak! Ich sehe keinen. Ich sehe echt keinen. Oh, da ist er. Nicht Karl! Dann habe ich hier an einen Update aus, was ist das? Irgendein Medal of Honor.
Da gab es so einen ganz berühmten Abschnitt, wo man hier auch so tausende Millionen japanische Flugzeuge abschießt. So, und das ist ein bisschen hier eben. So. Jetzt befehlen wir gerade auf mich. Ja, und wie soll ich da ausweichen? Ja! Ich kann nicht raus aus dem. Wie geil, Leute. Da wirft jemand eine Granate auf mich. Das war aber ein Teamkollege. Hier teilen wir uns auf. Wer soll das sonst Orkes gewesen sein? Sven, weil es waren ja keine Gegner da. Also es waren ja keine Gegner, es waren nur die Flugzeuge da. Und das heißt, ein Teamkollege hat eine Granate auf mich geworfen, der ich nicht ausweichen konnte, weil. Ja, weil ich nicht raus konnte. Das sind coole Teamkollegen. Nichts gegen die Teamkollegen in Enemy Front. Sympathisch, nett und Rennberg. So. Komm, ja, bitte mach auf. Es reicht doch schon, dass ich zu. Oh, und dann erstmal 5 Meter zurückglitschen. Backen. So. Gut. Laufen, 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 laufen. So. Darf ich jetzt schießen? Flugzeuge entkommen! Hawkins, ans Flakgeschütz! Wir geben Deckung! Warum wird mir da. Achso, Nebenaufgabe. Ach, das ist sogar eine Nebenaufgabe. Dann ignorieren wir es einfach, wenn wir da jetzt nochmal sterben. So. Komm. Nicht geil! So, komm. So, abgeschlossen. Maybe, Mayday, Mayday. Sehr gut. So, ach, da sind. Hey, wo kommen die ganzen Gegner her? Hä? Da waren noch überall graue Punkte. Das heißt, es waren unsere Teamkollegen. Warum sind jetzt hier überall Gegner? Das macht jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Sinn. Ja, klar. Und alle meine Teamkollegen sind halt down. Oder ich weiß nicht wo. Sehr nice, Leute. Also. Sehr geil, einfach. Einfach super. Jetzt kommt hier einfach mal eine Armada. So gehört sich das, Leute. Es ist ein Sniper-Schuss, der tut weh. Tut mir einen Gefallen, aber jetzt seid ihr immer nach einem Sniper-Schuss tot, okay. So, wir dezimieren die immer gut. Dich können wir jetzt gerade nicht dezimieren. Jetzt aber. So, laufen wir einfach vor. Puh, das hat mich jetzt hier überrascht, Leute. Da waren doch graue Punkte, ich hab's doch gesehen. Es sind alle unsere Widerstandskämpfer gestorben, oder was? Die zwei Flugzeuge, oder? Das sind ja präzise Flugzeuge. Na egal. Wir laufen einfach weiter. Ignorieren, dass alle unsere Teamkollegen, besonders Karl ist tot, den wir noch nie davor gekannt haben. Also, wann haben wir Karl kennengelernt? Gerade als uns gesagt wurde, das gehen wir mit Karl. Ach Leute, diese schönen Momente, die wir jetzt nie wieder mit Karl haben werden. Ich bin so traurig. Hättest du jemand? Du hast mich gerade hier echt überrascht, mein Freund. So, ich habe das Explosivfaschist. Dankeschön. Ist da ein Wagen oder? Achso, das ist einfach nur das Licht. Yes. Man kann Lichter kaputt schießen, wie cool. Wer ist hier? Was ist hier? Hier ist gar nichts. Alter, nö, keine Muni. Der schlechteste Moment, um keine Muni mehr zu haben. So. Die Waffe ist immer cool, auch wenn sie keinen Schalldämpfer hat. Aber man kann ja nicht alles haben. So. Nachgeladen, alles gut. So, haben wir da. Wir haben auch keinen Schuss da wieder mitbekommen. Ich will die Sniper behalten. Die Sniper ist eigentlich cool. Hier liegt nirgendwo eine Munikiste. Das ist ärgerlich. So, dann laufen wir mal hier in den Wald. Oh. Verdammt, das geht schief. Ja, das glaube ich auch. Alle unsere Teamkollegen sind tot. Sieht nicht gut aus. Hawkins, da muss ich dir mal recht geben. So, oh, Wasser. Cool. Scheiße, wo stecken sie, Ronneberg? Ich wusste, dass Ronneberg uns nicht okay. Ist. Du schaffst das. Ruhig. Entschuldigung. Finde die Festungslage. Ich habe jetzt leider nicht gelesen können, weil ich mich auf den konsistiert habe. So. Unser Begleitjäger, Z23, uns liegen Berichte über Partisanenaktivitäten auf der Insel vor. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Folgen Sie weiter dem Kurs. Töte ihn doch einfach schnell. Ich wollte ihn einfach mit einem Kick umkicken, aber das hat mir das Spiel gerade nicht zugelassen. So, wir gehen jetzt mal kurz rein. Irgendwas sollten wir doch machen hier, oder? Ich glaube nicht. Aber wir haben Muni wieder, was sehr nice ist. So, dann können wir erstmal nachladen. Können wir. Ich würde jetzt ehrlich gesagt. Wollen wir Sniper weggeben? Ich weiß es nicht. Sniper ist halt schon cool. Ach, behalt mal das. So. So. Boah.
B drücken. So, sehr schlimm. Wenn man nicht mal mehr B drücken kann. So, wehe, wenn du dich jetzt umdrehst und in meine Richtung gehst. Stehst 10 Minuten am Feuer, aber ich werde dich in der Sekunde um, wo ich jetzt zu ihm hingehe. Ist da oben schon mal keiner? Finde die Festungsanlage. Ach, cool. Ach so, das ist Rennberg. Ach so. Hilft mir das ausgefüllt. Okay. Das ist ja sehr cool. Und jetzt schießen wir den schon in den Rücken. So kürze ich das. Okay, nicht schlecht, Rennberg. Du bist alleine und. Oder. Kriegt er einen Panzer oder sowas? Hallo. Hey. Pass auf. Da ist jemand. Oh mein Gott. Schau mal, schau mal, schau mal, da ist jemand. Da. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Oh mein Gott, da ist jemand. Oh. Jetzt nehmen wir ihn auf. So, mein Freund. Wir sind jetzt voll cool hier mit. Oh, das ist Rennberg. Mit dem Typen hätten wir jetzt hier uns durchkämpfen müssen. Wir lassen dich nicht zurück, mein Feind, den ich gerade getötet habe. So. Du fasst den einen sehr guten Versteckort. Direkt über dem explosiven Fass, Leute. Aber sowas mag ich. Ach, er überlebt das. Du explodiert ein explodiert fast einen halben Meter neben ihm. Das stört mich nicht. Ich muss durchhalten. So. Zacka, boom. Da kommen jetzt ein paar viele. So, jetzt sollte man es kurz zurückziehen. Oder dann bohrt durch da. Wo geht's hier lang? Ich wollte eigentlich nur irgendwie. Ach, schade. Ich dachte, da kann man irgendwie hochgehen. So, von hinten. Tot, oder? Wir sind es auch gleich, wenn wir jetzt nicht in Deckung gehen. Da oben sind doch welche, ich weiß es doch. Werf mal einfach mal eine Granate rein. Irgendwie stehen sie alle nicht da, aber egal. Sie gehen alle einfach eiskalt in die Deckung, da wo ich sie alle von hinten ab alle machen kann. So, aber der hat uns schön im Gang. Hau ihn tot. Sehr schön. Ist sie tot, oder? Oh, die spawnen da. Vielleicht ist das kein so guter, keine so gute Idee, sich da hinten hinzustellen. Ja, du siehst mich. Und, was kannst du dir davon kaufen? Hau ihn, hau ihn. Es ist so mies, dass sie da spawnen, Mann, Leute. So, komm, und da ist der Letzte. Mach ihn nieder. Er kriegt... Habt ihr das gesehen, Leute? Er läuft aber eiskalt auf ihn drauf, schießt auf ihn, tötet ihn nicht, obwohl er einen halben Meter daneben steht und läuft weg. Ich bin nicht beeindruckt, nur überrascht. Danke. Ihr bleibt hier und bewacht die Rückseite, Zeitungsmann. Wir drängen in die Festung ein. Sie sind verletzt. Halb so wild. Okay. Ich gehe vor. Also gut. Die geilste Aktion ever. Läuft vor, schießt auf ihn, trifft kein einziges Mal aus einem halben Meter Pferd und läuft weg. Die schönste Aktion. Ja, schön. Ich fand's toll, dass du... Oh. Gleich bist du noch mehr verletzter, wenn du mich hier sanierst. Ey, ganz ehrlich, ich weiß, wie wir auf dich hier schon angeschossen worden sind. Oh, achso, ich kann die Türen veröffnen. Ja, dann. Okay, dann beschwere ich mich nicht. So. Haben wir jetzt Rönnberg ausgeschlossen, oder? Aha. Wir müssen die Tür gleich zweimal schließen, gell? So. Wenn die Tür sich zweimal schließt, naja, zerstört die Geschütze. Was habe ich denn getan? Also, der hat nämlich schon gesehen. Boah, war das furchtbar. Und ich hab keine Granaten mehr, Mann. Na egal, wir haben hier einen schönen Spot. Wir können hier alles wegsnipen. Die werden ja auch nicht so leicht hochkommen, wie so bei den anderen Punkten. Wenn wir jetzt noch treffen würden, dann wäre das... Hätten wir es schon geschafft. So, wie sollen wir bitte das Geschütz zerstören? Haben wir irgendwie hier C4-Ladungen oder sowas? Ich hoffe es. Was? Ey, ich hab schon mal gesagt, man stirbt in diesem Spiel echt, ohne dass man teilweise eine Ahnung hat, dass man wirklich abbekommen hat. Geschafft. Ich bin nicht beeindruckt, nur überrascht. Danke. Ihr bleibt hier und bewacht die Rückseite. Zeitungsmann, wir drängen in die Festung ein. Sie sind verletzt. Halb so wild. Okay, ich gehe vor. Also gut. Aber ich darf jetzt nicht mehr die Tür aufmachen, sehr cool. Muss ich jetzt erst wieder auf Rönnberg warten. Komm, bitte, beeil dich doch. Mein Gott, wenn du verletzt bist, dann geh irgendwo anders hin. So, komm. Hey, gerade habe ich sie doch... Jetzt geht einfach mal. So. Auch noch, wenn er Lust hat hier. So. Zumachen. Diesmal macht er es noch einmal zu und nicht gleich zweimal. So. Und... Alter, warum... Warum sehen die mich sofort? Ich verstehe das nicht. Sind die einfach alarmiert oder warum?
Ach so, das macht ja irgendwie Sinn. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, die haben vorher natürlich gehört, dass da rumgeballert worden ist. Und jetzt sind die einfach alarmiert und schießen einfach. Und haben sich einfach nur Alarmbereitschaft gemacht. Aber sie haben jetzt nicht uns gesehen. Vermute ich jetzt einfach mal ansonsten. Ey, was. Mein Sniper buggt gerade ein wenig. So. Weg. Kontakt! Weg. Ich habe freies Schussfeld. Ich bin in Deckung sein. So und so. Und dann ist da noch einer. Da. Okay, lass das alles mal den Zeitungsreport hier machen, okay? Der hat Erfahrung damit. Sich allein Rambo oft durch die Gegend zu schießen. So. Und wie soll ich die Geschütze hier kaputt machen? Hm. Hier im Rädchen drehen? Nee, ich glaube, damit lädt man eher nach. Ja. Keine Ahnung, Leute. Ich kann da drauf schießen, aber es wird nicht viel bringen. Und ansonsten weiß ich jetzt auch nicht, was ich tun soll. Tut mir leid. Keine Geschütze zerstören. Oder, ach so. Ah, okay. Ach so, das Geschütz muss man zerstören. Ach so, ich dachte, man muss die großen Geschütze zerstören. Ach so, nee. Ah, okay, jetzt sehe ich es hier. Das, C4. Ja, super, wir haben kein C4. Toll. Sehr toll. Okay, dann können wir es eben nicht zerstören. Dann eben nicht. Kein Ding. Wenn es nicht zerstört werden will, dann will es eben nicht zerstört werden. Da kann man auch, kann ich auch nichts dagegen tun. So, laden wir nochmal nach. So, und laufen. So. Kann jetzt nicht unsere Verstärkung einfach kommen? Ey, Leute, wir brauchen echt die MP40. Ansonsten sieht es ja schlecht für uns aus. Genau deswegen. Weil auch wenn die Sniper richtig cool ist, sie ist halt auf die Ferne gut. Und dann sie Gegner gerade immer direkt auf uns drauf laufen. Ja, manchmal immer so Triebe, manchmal laufen sie alle auf uns drauf und manchmal gehen sie echt schlau in Deckung. Gerade laufen die einfach alle auf uns drauf. Vielleicht wissen die ja, dass wir hier nur einen Sniper haben. Ist das hier C4? Ah, nee. Das ist kein C4. Schade. So, aufpassen. Du läufst einfach weg. Ja, ich bin hier drüben und du läufst von mir weg. Schlechter Soldat. So, vorne ist einer. Zu. Er ist hier drüben. Aber für solche Momente ist halt der Sniper wieder geil. Besonders, wenn man das so schöne Bullet-Kern bekommt. So, der Part ist jetzt eigentlich vorbei, Leute. Und ich denke, wir werden jetzt auch aufhören. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier. Meet Enemy Front. Und dann sprengen wir das Tor wunderschön in die Luft. Bis dahin dann, euer Dan Suffix. Ciao.